Ich grüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Silvia Fischer. Ich bin Autorin und Bloggerin und wollte euch erzählen von meinen drei neuen Büchern, die ich veröffentlicht habe im Rahmen des Thalia Storyteller Wettbewerbs auf der Plattform Story.one. Also, ich freue mich sehr. Ich habe jetzt die Bücher gerade nicht präsent, weil ich bin in Südfrankreich und wo ich auch früher gelebt habe und konnte hier glücklicherweise diese drei Bücher rausgeben, was mir in Deutschland nicht gelungen ist, und habe jetzt bisher nur einen Ausdruck machen können, und die Originalbücher, die sind in Deutschland gelandet. Und ja, wenn ich sie in der Hand habe, dann gerne auch mehr, und dann lese ich euch gerne auch draus vor. Fange jetzt auch an, Live-Lesungen zu machen in Kassel. Am 5.5. ist die erste im Stadtcafé. Und da freue ich mich auch drauf. Und jetzt möchte ich euch vorstellen, also hier, das ist das erste. Das heißt Mein wundervolles Leben mit kaum Geld. Das ist die Fortsetzung praktisch von dem ersten Buch, was ich rausgegeben habe, als ich ohne Geld gelebt habe. Das findet ihr hier immer noch unter dem Titel Der Vagabundenblock vom Leben ohne Geld. Da plane ich jetzt auch eine Neuauflage, aber das ist gerade noch nicht so weit. Genau, und danach, also hier in diesem Buch, habe ich dann in einem Wagen gelebt, weil ich hatte ja nichts zum Leben, hatte aber noch Geld, also ich habe freiwillig ohne Geld gelebt. Warum habe ich eigentlich ohne Geld gelebt? Also einmal, weil es mein Traum war und weil ich zum Glauben gekommen bin und dann im Neuen Testament rumgelesen habe und habe entdeckt, oh, was in der Endzeit passiert, in der wir ja vielleicht jetzt gerade mittendrin stecken, dass die Leute, die die Zahl des Tieres annehmen, dreimal die sechs, um zu verkaufen und zu kaufen, dass es denen ganz, ganz schlecht ergehen wird. Und da habe ich gedacht, oh, das will ich aber nicht. Dann will ich mal ausprobieren, wie das sein wird, wenn man nichts mehr kaufen und verkaufen kann. Und das ist der Hintergrund meiner Geschichte, die ich aufgeschrieben habe und eben ein Buch draus gemacht und jetzt diesen Nachfolgeband. Das war dann also nach so einem Jahr bis anderthalb fast ganz ohne Geld, so, also in dem Jahr 2009 habe ich immerhin 88 Euro ausgegeben, aber mehr oder weniger aus Spaß und Jux und Tollerei. Und dann bin ich dazu übergegangen, mit so wenig Geld wie möglich zu leben, um mich auch so ein bisschen an den Unkosten zu beteiligen bei den Leuten, die mich eingeladen haben. Und habe dann eben einen Wagen gekauft, meinem damaligen Freund habe ich den abgekauft, der hatte den zu verkaufen. Ich hatte, wie gesagt, noch Geld, aber keine Wohnung. Dann habe ich gedacht, okay, ich kaufe den. Genau, und jetzt lese ich euch mal vor, was ich dazu geschrieben habe, zu diesem Buch, Mein wundervolles Leben mit kaum Geld. Das war dann in 2011, in Südfrankreich spielt es. Hier ist die Fortsetzung meines Roadmovies, der Vagabundenblock vom Leben ohne Geld. Diesmal erzähle ich meine fantastischen Abenteuer, die ich erlebt habe, als ich mit ein wenig Geld in einem Wagen lebte, genauer gesagt in einem halb ausgebauten LKW und das in Südfrankreich am Fuße der Pyrenäen. Also der Wagen ist nicht fertig geworden und der Freund hatte kein Geld mehr. Und dann, naja, bin ich halt mit dem halb ausgebauten LKW rumgetourt dann auch später. Aber am Anfang war ich noch vor Ort, weil ich eben diesen Freund da hatte. Ja, ich war im sogenannten Hippieland, das ich so nenne, weil dort viele Aussteiger leben. Teilweise so alternativ, wie ich selbst gelebt habe. Das Schönste dort war, ich fühlte mich von Anfang an zu Hause. Das, wie auch vieles andere, war ein großes Geschenk, das ich mit euch teilen möchte.
Ja, mehr von mir lesen oder sehen könnt ihr auf meiner Internetpräsenz unter dem Linktree Sylvia Fischer. Meine Reisegeschichten sowie den Vorläuferband findet ihr auf vagabundenblog.wordpress.com und sylvia-fischer.de. Da könnt ihr tatsächlich das erste Buch runterladen, kostenfrei, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt gerne geben, was ihr von Herzen geben möchtet. Und jetzt zeige ich euch noch, was ich noch veröffentlicht habe auf dieser Plattform, was relativ leicht ging. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Das ist ein zweisprachiges Buch. Das habe ich dann genannt Geldbefreit Leben, Living for Free. Also Living for Free ist der englische Titel, das zeige ich euch dann auch noch. Und das ist das erste Buch sozusagen auf Englisch und das ist hier zweisprachig, auf Englisch und Deutsch. Und dann habe ich nochmal ganz auf Englisch hier Living for Free. Freue ich mich auch. Jetzt erzähle ich euch aber ein kleines Interna, was mir gestern so richtig klar geworden ist. Also, wenn man an so einem Wettbewerb teilnimmt, dann ist man erstmal ja ganz euphorisch. Und erst nachher liest man das Kleingedruckte. Und dann habe ich gemerkt, oh, die Konditionen sind ja gar nicht so günstig. Wenn ich das Buch im Ausland verkaufen möchte, dann muss ich nämlich 100 Euro bezahlen, damit es weltweit lieferbar ist. Also so ist es jetzt lieferbar in den deutschsprachigen Ländern, Deutschland, Österreich und der Schweiz, in jeder Buchhandlung und auch in jeder größeren Online-Buchhandlung. Und ihr könnt es auch speziell, wenn ihr mir mehr geben möchtet, auf der Autorenwelt bestellen. Da habe ich mich heute angemeldet. Da kriegt man ein bisschen mehr. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich diese drei Bücher und die zwei, die auf Englisch sind, würde ich natürlich gerne weltweit verbreiten. Aber jetzt 100 Euro erstmal zu investieren, ist für mich viel Geld. Und deswegen, also falls ihr mich unterstützen möchtet, freue ich mich sehr. Also ich möchte es ja auch verbreiten, ja, damit ihr wisst, also man kann auch ohne leben. Wir müssen da nicht uns allem unterwerfen, was da so geplant ist für die Menschheit von so manch einem, sondern wir können vollkommen frei davon leben. Deswegen habe ich das ausprobiert und gebe das auch gerne weiter. Ja, und wenn euch ja dieses gefällt, gebt mir gerne ein Like, gebt es gerne weiter, teilt es mit anderen. Ich freue mich über Kommentare, über konstruktives Feedback, über das Abonnieren meines Kanals und was immer euch sonst noch einfällt. Ja, und jetzt danke ich euch ganz lieb fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.